wir machen das nochmal. Wir begrüßen die Kindergarten im Prinzengarten der Stadt Düsseldorf mit einem Einkauf kräftiger Düsseldorf! Ja! Düsseldorf! Ja! Kindergarten! Ja! Ja, das ist kräftig und ausbaufähig, aber dann machen wir noch einen Zug! Bitteschön! Kinderprinzenpaar entküren müssen. Aber ich mach's nicht so theatralisch. Eine mir sehr nahestehende Person hat heute Morgen gesagt, bitte mach's nicht so theatralisch, insofern können Sie sich auch setzen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist Zeit, Abschied zu nehmen und das machen wir natürlich jetzt auch. An dieser Stelle möchte ich aber doch jemanden begrüßen, der uns im letzten Jahr seine Kinder zur Verfügung gestellt hat und natürlich an dieser Stelle auch ein gerne gesehener Gast in unserem Verein ist. Und ich begrüße ihn jetzt nicht als Vater des Kinderprinzenpaares, sondern ich begrüße ihn jetzt in seiner neuen Funktion als erster Vorsitzender des Fördervereins Düsseldorfer Karneval, Josef Wiedgen. Und jetzt begrüße ich den Vater des noch amtierenden Kinderprinzen, Josef Winkel, mit seiner Frau Nicole. Jetzt können sich natürlich fragen, ja, aber immer der Vater. Wo ist denn der Vater von der Venezia? Ich möchte auch den Vater der Venezia begrüßen, Josef Winkel. Genug mit der Begrüßerei. Ihr zwei, kommt mal hier vorne hin. Immer in der Mitte der Bühne. Die Mitte ist hier, ne? Hier ist die Mitte. Euer Publikum. Euer Applaus. An dieser Stelle brauche ich meinen Kommandanten, auch den möchte ich gerne begrüßen, den Kommandant unserer stolzen Prinzengarde, Marco Betzel. Und wir beide haben heute diese ehrenvolle Aufgabe. Das haben wir, ja. Darf ich vielleicht ganz kurz noch was sagen? Bitte schön. Von Kommandant zu Kommandant. Nicht nur du bist nervös, mir geht gerade die Düse. Also ist alles gut. Das geht, ne? Mach dir keine Sorgen. So. Ja, Marco. Wir fangen da mal an, ne? Du weißt schon, Prinz, was auf dich zukommt. Ein bisschen theatralisch müssen wir ja machen, ne? Hat's euch denn gefallen? Auf jeden Fall. Sie haben gehört, auf jeden Fall, ne? Sollen wir mit dir anfangen? Ja, immer mit dem Prinz. Komm, wir fangen mit dem Prinz an. Marco? Ja, bitte. Den Halsboden lassen wir dir dran, ne? Der ist festgelegt, ne? Okay. Dann würde ich sagen, die Kappe, der Gockel, wandert jetzt schon mal weg, ne? Sie dürfen seufzen. Ah.
Den brauchst du für deine zukünftigen Aufgaben. Willkommen im wahren Leben. Das sieht schon mal gut aus. Noch ist er nicht im wahren Leben. So, Prinz, Jupp der Erste, ne? Eben noch Prinz, jetzt nimm ihn. Zack. Damit ist sie weg, die prinzliche Würde. Herzlich willkommen im richtigen Leben, lieber Josef. Geht's dir gut? Siehst auch gut aus, ne? Noch. Wie geht's dir? Schiffchen bleibt drauf? Nee, lassen wir mal drauf, ne? Oder? Können wir abmachen? Petra? Sie dürfen wieder seufzen. Die ist so festgetackert, dann will ich ab. Aber hilft nichts. So, nicht erschrecken, ich bin so gut behütet. Ach, der Kommandant ist auch noch nervös. Ja! Was ist denn gemacht? Und auch bei dir, herzlich willkommen im bürgerlichen Leben. Wer ist es? Oh, meine Damen und Herren, hier sind Sie wieder im richtigen Leben, unser Ex-Kinderprinzenpaar, Prinz Josef und Venezia Hanna. Herzlich willkommen! Und wenn es Ihnen gefallen hat, was die beiden hatten, eine fantastische Session, sie haben uns fantastisch repräsentiert, dann dürfen Sie jetzt nochmal richtig applaudieren. Aber richtig! Und sie haben uns so gut vertreten, die Außenwirkung, die Reputation, ihr habt es eigentlich wirklich blendend gemacht. Es war eine tolle Session, wir hatten sehr viel Spaß. Und ich denke, das, was ihr auf die Bühne gezaubert hat, hat die Seelen aller berührt, die im Saal saßen. Es war wirklich eine tolle Session. Herzlichen Dank im Namen unserer Garde. Und ich weiß genau, dass ihr natürlich noch ein paar Worte richten wollt an die Gäste hier im Saal. Ich gebe dir schon mal mein Mikrofon, ne? Es spricht der Ex-Prinz. Ja, erstmal begrüße ich Sie hier im Henkelsaal mit einem dreifach goldenen Düsseldorf! Ja. Prinzengarde! Ja. Henkelsaal! Ja, es war eine sehr schöne Session mit euch. Ich danke vor allem meiner Garde. Danke auch meinen Eltern, die das alles möglich gemacht haben. Und auch den Eltern, die die Kinder immer zu den Auftritten gefahren haben. Und auch für unsere Trainerin, die die ganzen tollen Tänze gemacht haben. Und auch der Petra, die das alles so toll organisiert hat. Wie auch dem Christian und dem Lothar, die uns die ganze Mission begleitet haben. Viel Spaß und dass sie eine tolle Session haben, wie wir sie hatten. Und ja, mehr kann ich das für sie sagen. Ich kann mich nur deinen Worten anschließen. Es war eine tolle Session. Ich danke, dass die Garde uns begleitet hat und wir freuen uns jetzt, dass das neue Prinzenpaar gekürt wird. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie jemals ein prinzliches Amt inne gehabt haben und sagen dann Danke und Abschied, dann können Sie diese Illusionen durchaus nachvollziehen. Und Jungen, das ist gut so, das braucht man. Weil Emotionen gehören zum Leben, wir haben es toll gemacht. Dankeschön. Als kleines Dankeschön. Einmal für dich.
einmal für dich. Nicht alles auf einmal essen, ist nicht gut für die Figur. Weitere kleine Dankeschöns. Und so ist das. Als Prinzenpaar hat man noch Adjutantur. Kaum ist man nicht mehr Prinzenpaar, keine Adjutantur mehr. Sehr gut. Geht alles hin mit meinen Weisungen. So, Herr Kommandant, ich sage jetzt mal, stellt euch zurück in die Reihe. Ne? Ja, stellt euch zurück in die Reihe. Ja, jetzt wird es feierlich. Nicht, dass es eben nicht feierlich war, aber jetzt wird es noch feierlicher. Wir schreiten zur Kürung unseres neuen Prinzenpaars. Lieber Marco, hast du ein Mikrofon? Sehr gut, gut bewaffnet. Das machen wir natürlich gerne und voller Freude. Und ich bitte euch beide mal hier vorne in die Mitte. Die Bühnenmitte ist hier in der Mitte. Hier, da wo Karin ist. Ne? Geht's euch gut? Geht's euch gut? Geht's dir auch gut? Aufgeregt? Gut, gut, so muss es sein. Meine Damen und Herren, wenn Sie hier so stehen und werden so angeleuchtet, könnte man jetzt sagen, Mensch, warum machen die nicht das Licht ein bisschen düsterer, dimmen da ein bisschen runter? Hätten wir ja gemacht. Aber es gibt ein technisches Problem, das ist kein Witz, ich nehme Sie nicht auf den Arm. Wir hätten es jetzt ein bisschen gedimmt, hätten es ein bisschen feierlicher gemacht, aber es gibt ein elektronisches Problem. Insofern bleiben Sie hier im hellen Tageslicht stehen, sind gut ausgeleuchtet, aber macht nichts. Geht's euch immer noch gut? Marco, sollen wir zur Tat schreiten? Lassen Sie mich länger warten. Wir schreiten zur Tat. Dann fangen wir an. Das, was wir eben weggerissen haben, werden wir natürlich jetzt umso feierlicher zelebrieren. Und wir fangen an mit dem Halsbord. Zwei Hände. Wir fangen an mit dem Halsorden. Das ist das äußere Wahrzeichen deiner Regentschaft. Der Christian macht es jetzt schon mal fest. Tolles Ornat hast du da dran. Das sieht wirklich gut aus. Ich kenne den Träger, den vorherigen. Geht's dir noch gut? Immer atmen. Ne? Atmen ist wichtig. Wenn es auch schwierig ist, hätte den Hals zu drehen, aber es wird schon gehen. Läuft nicht. Ja, der sollte rein. Sollte in die Mitte. Sieht ja schon gut aus. Ja. Die Emotionen kommen hoch. Wenn es dann Hals oben schon lang aussieht. Ne? Geht jetzt nie selbst. Nie selbst. Gewöhnlich an. Nie selbst. Kappe drauf. Na, dann müssen wir mal üben. Also mit Hüten und Kappen, Herr Metzel, ja? Da werden wir nochmal. Nee. Und meine Damen und Herren, so können wir nicht laufen lassen. Ich glaube, ich muss das mal selbst machen. Ja. Ah, das sieht schon mal gut aus, aber jetzt sind die Federn natürlich etwas aus der Form. Ja, jetzt sieht es schon passend aus. Fühlen Sie sich wohl? Okay. Meine Damen, es ist an der Zeit, herzlich willkommen zu sagen, und es ist an der Zeit zu sagen, wir begrüßen nunmehr unseren neuen Kinderprinzen. Möchte? Wir begrüßen nunmehr unseren neuen Kinderprinzen, Prinz Louis I. Herzlich willkommen!
Wir machen eine kurze Fanfare, eine kurze. Die war kurz genug. So, lieber Luis, geht's dir schon gut? Immer ab. Ne? Wir machen kurz weiter, gleich kriegst du das Mikrofon. Weil ein Prinzenpaar besteht aus zwei Personen. Ist aufgeregt. Ein wenig, ne? Aber ist nicht so. Wir fangen an. Petra? Petra, willst du die Kappe machen? Ich glaube, mit dem Witz bin ich gleich so gut. Mach du mal die Kappe, bitte. Ich merke, wir haben auf der Bühne ein Kappen- und Hutproblem. Es zieht sich gerade durch mit der roten Fahne. Da habe ich nichts mit zu tun, ich war leider ausgefallen. Der Orden ist schon dran. Sehr schön, fantastisches Kleid. Und wie ich ja weiß, hast du selbst deine kreativen Ideen einwirken lassen. Oder komme ich gleich was zu erzählen, ne? Soll ich das alles schon vorwegnehmen? Ne? Pritsche kann ich. Pritsche kann ich. Dann machen wir jetzt die Pritsche über den Kommandanten, weil Pritsche kann er, sagt er, okay? Oh, Pritsche kann er! Herzlich willkommen, Venezia, Lucia! Fanfare! Jetzt geht ihr beide in die Mitte. Haben wir vorher nicht geübt, ne? Beide in die Mitte. Euer Publikum. Und jetzt macht ihr erstmal, was man so richtig machen muss. Wir begrüßen unser neuer Kinderprinzenpaar mit dreimal Düsseldorf! Ja! Kinderprinzenpaar! Ja! Düsseldorf! Ja! Und es spricht zu euch der Prinz. Hallo, liebe Herren und Damen. Ruf mit mir aus, auf meine wunderschöne Venezia, ein dreifach donnerndes Düsseldorf, ja! Prinzengarde, ja! Venezia Lucia. Ja! Ich bin nicht nur im Sommer, sondern auch im schönen Winterbrauchtum zu Hause. Das ganze Jahr haben wir auf diese Session hingefiebert. Jetzt ist sie endlich da. Wir, meine Venezia und ich, sind unser Gefolge, die tollste Garde Düsseldorfs, freuen uns heute hier bei euch zu sein. Und nun, haltet euch fest, er spricht zu euch. Das Schönste, was der Düsseldorfer Karneval zu bieten hat, meine Venezia Lucia. Ich bedanke mich für die netten Worte und begrüße Sie alle noch einmal herzlich. Dazu bedanke ich mich dafür, einfach für alles, was Sie hier geleistet haben. Es ist einfach fantastisch, Sie alle hier zu sehen und wie wir, dass Sie auch den Karneval so wie wir hier lieben. Aber ich möchte jetzt auch nicht lange weiterreden, sondern wir machen jetzt direkt mit unserem Programm weiter. Und dazu gehört natürlich auch unser Lied. Herr Kapellmeister, bitte.
2017-2018 zum Kinderprinzen seiner Autorität, Prinz Louis I. Mit dieser Ernennung ist die Verleihung des Gardekreuzes verbunden, gegeben zu Düsseldorf, 5. November an den Domini 2017. Dirk Hemmer, Vorsitzender und Präsident, Marco Betzel, Kommandant. Lieber Louis, die ist für dich. Herr Adjutant. Und du kannst dir ruhig angewöhnen, immer arbeiten lassen. Annehmen, weiter. Das ist ein super Job, ne? Weiß ich. Kommandant, bitte. Das Gleiche gibt es natürlich auch für dich, liebe Lucia. Die Prinzengarde der Stadt Düsseldorf, Leibgarde des Prinzen Karneval e.V., ernennt für die Session 2017-2018 zu Kinder Venezia ihre Lieblichkeit Venezia Lucia. Mit dieser Ernennung ist die Verleihung des Kinder-Venezien-Ordens verbunden. Gegeben zu Düsseldorf, 5. November, Anno Domini 2017. Dirk Hemmer, Vorsitzender und Präsident. Marco Wetzel, Kommandant. Bitte. Und machen wir weiter, dann können wir euch schon mal gewöhnen. Bei jedem Auftritt geben Geschenke, Geschenke. Immer die guten, wo die Eltern sich drüber freuen, die Zahnärzte auch. Ne? Auch die sind für euch. Gar nicht annehmen. Adjutant. Und immer gucken, dass der darauf abliefert. Nie was mitnehmen. Ne? Wir haben zweimal bekommen, dann muss man auf zwei wieder rauskommen. Ne? Ist klar. So, und damit die schönen Sachen, nämlich das schöne Kleid von Philipp Karusch, nicht schmutzig wird beim Essen, darf ich dir das mal so, nimmst du dir bitte das obere weg. Das ist für dich nämlich ein Lätzchen. Und lieber Louis, du bekommst natürlich auch ein Lätzchen, damit der Dirk Hemmer sein Ornat wieder bekommt, wenn er fertig ist, und zwar sauber. Bitteschön. Anziehen. Du einmal gucken, wie man jetzt hier aussieht. Der Adjutant, Adjutant ist immer in der Arbeit. Herrlich. Besonders mit Bolognese-Pflege zu genießen. Wunderbar. Jetzt wären wir mit unseren Geschenken an euch eigentlich so weit durch. Aber ich kenne jemanden, oder zwei, die auch noch ein Geschenk für euch haben. Also immer schön stehen bleiben, wir sind noch nicht mit dem Geschenk am Ende. Ich muss einmal gucken. Wo sind sie denn? Da. Der Ex-Prinz sozusagen und die Ex-Venezia sozusagen haben auch noch ein Geschenk. Ja, wir haben auch noch ein Geschenk für euch. Und zwar die Box für alle Fälle. Das ist, falls ihr mal
falls mal die Stimme versagt, zum Beispiel, ich zähle jetzt nicht alles auf, das dauert zu lange, aber ja, wie gesagt, falls mal die Stimme versagt, dann ist da zum Beispiel was drin dafür. So, dann einmal für dich. So, ist immer schlecht, wenn der Präsident kein Mikrofon hat. So, ist viel besser. Jetzt, meine Damen und Herren, stehen Sie noch zusammen, aber ich sage mal wieder, Kommandant, zurück in die Reihe. Ne? Hier wieder in die Mitte. Geht's Ihnen nur noch gut? Glaube ich. Sieht auch gut erholt aus, durchgeatmet, Gesicht leicht gerötet. So gehört sich das als Prinz. Man merkt, dass ich Spaß habe. Meine Damen und Herren, hat's Ihnen gefallen? Sehr gut. Dann würde ich jetzt sagen, an dieser Stelle hat das Wort der Kommandant. Herr Kommandant, bitteschön. Tretet bitte wieder zurück in die Reihe. Wie er das sagt. So, wir haben jetzt nicht nur meine Intronisierung zu feiern, sondern auch ein Ex-Geburtstagskind. Der Dirk hatte Geburtstag und singe mir noch einmal nachträglich für ihn. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Dirk. Happy Birthday to you. So, und von der Garde und von allen noch ein kleines Präsent. Bitteschön. Es gibt natürlich auch unseren Orden. So, dann bitte ich einmal den Frank Jansen auf die Bühne. Einmal meine Mutter und meinen Vater, bitte. Einmal Christine und Dirk Hartl, bitte. Einmal den Marco Betzel. Und die Petra, bitte. Den Philipp Karusch, der darf natürlich nicht fehlen, der das wunderschöne Kleid designt hat und entworfen hat. Einen dicken Applaus. Und direkt den Thomas Weinsberg, bitte. Und es gibt noch einen, der ist jedes Mal auf der Bühne, begleitet uns zu fast jedem Auftritt. Unser lieber Christian, er darf natürlich auch nicht fehlen.
So, ruft mit mir aus. Auf unsere Ordensträger. Ein Dreifach, Donners, Düsseldorf. Ja. Ordensträger. Ja. Kindergarten. Ja. Oh, ihr könnt wieder von der Bühne. Der Prinz, so einfach ist es ja nicht, ne? Der Mann ist schon angekommen in seinem prinzlichen Leben, ne? Alles gut? Alles gut. Ja, auch wir wollen natürlich Danke sagen, weil dieser Haufen hier, salopp, muss natürlich gebändigt werden. Nicht nur auf der Bühne, neben der Bühne, es muss alles einstudiert werden. Und das macht natürlich ein Team von vielen. Stellvertretend für diese vielen, Blumenwolf, Kommandant? Alan Schwarz Blumen, ja? Ja, die Blauen haben den Blumenwolf, ich hab den Kommandanten. Ist es an dieser Stelle wirklich eine Freude und Ehre zugleich, Danke zu sagen für diesen Einsatz, für dieses Engagement über viele, viele Jahre hinweg, liebe Petra. Ja, du. Ich weiß, du hast die Orden alle da liegen, Orden hast du schon, alles ist gut. Meine Damen, meine Herren, Petra Hautzer verantwortet dieses ganze Gefühl. Liebe Petra, aber du bist ja nicht allein. Es gibt ja noch ein paar Damen, die da helfen. Und die bin ich gemeinschaftlich auf die Bühne. Es gibt ein Team, ein Duo. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Zwei Damen, die sich wirklich mit Einsatz und Engagement um die künstlerische Darbietung kümmern, Nerven wie Drahtseiler haben müssen und das aber mit richtig Spaß machen, also sind sehr leidensfähig, damit können sie noch viele Jahre durchhalten. Ich bitte nach oben unsere Ehrensolomarie Melanie Bayer und unsere Ex-Bayer. Und Sandra Eichler. Stopp, der Prinz möchte noch mal drüber. So, natürlich darf auch bei diesen zwei sehr netten Trainerinnen der Orden auch nicht fehlen. Suchen nach dem Mikrofon, hier sind angekommen. Und dann holen wir noch auf die Bühne die zwei Mütter, die uns diese beiden Kinder zur Verfügung gestellt haben. Bitte auf die Bühne einmal die Christina und einmal die Fatima. Fatima, das ist und Christina Hartl. Grüß Sie. Ja. Auch wir wollen natürlich mit einem Blumengruß Danke sagen, dass wir stellvertretend für euch jetzt eure Kinder bewachen. Herr Kommandant. Also weiter geht mich hier dahinter. So, let's go. Haben wir alles. Blumengruß verteilt. Ne? Okay. Ich weiß es nicht, ob ich weiß. So, Blönkes, Blönkes, Blönkes. Wollt ihr Blumen haben? So, Blumen. Ich wollte sagen, ich bin nicht ganz so glücklich, die Blumen waren für mich schon weg. Jetzt aber, ich habe da zwar noch ein paar Blönkes in der Ecke stehen, damit ich nicht aus dem Takt komme, wir sind für heute Abend. Also insofern werden die jetzt nicht mehr verteilt. Ruf mit mir aus auf diese helfenden Hände, auf die Blumen- und Ordensträger. Dreimal Düsseldorf! Ja! Prinzengarde! Ja! Düsseldorf! Ja! Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr das alles für uns macht. Euer Applaus! Dann machen wir noch zum Runterspielen.
Tschüss, Kultivator. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen so langsam dem Ende entgegen, aber es hat sich noch jemand reingeschlichen, der eher hinten ist, auch seinem Naturell entsprechend immer erst im Hintergrund bleibt und dann fürchterlich nach vorne kommt. Ich würde ihn jetzt auf die Bühne holen, aber ich kriege den Orden immer bei einer besonderen Veranstaltung, nämlich er ist für die Mobilität unseres Prinzenpaares zuständig, damit die beiden auch gut durch die Session fahren. An dieser Stelle, Frank Bagalis, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Natürlich mit deinem Namen. Und den Orden gibt es bei dir im Autohaus, insofern heute noch nicht. Du musst noch ein Schwachtel. Eswart. Da steht sie schon. Petra, halt den Korb mal hoch. Eine mal hoch, komm. Wenn Sie diesen Korb gleich sehen, meine Damen, meine Herren, da sind Pins drin. Und zwar die Pins. Pins sind die kleinere Variante des Ordens. Und die Pins haben den großen Vorteil, die sind anders wie der Orden zu kaufen. Wenn Sie die kaufen, tun Sie was Gutes, da ist ein Esel drin, im Korb natürlich, ne? Also im Korb ist ein Esel und da können Sie gleich was reinschmeißen, wenn Sie dann einen Pin kaufen. Und ich hoffe, das tun Sie viel und reichlich. Das würde uns schon mal sehr freuen. Dann habe ich hier noch einen Brief geschrieben und dann sind wir gleich wirklich fast durch. Und ich bitte jetzt mal noch ein Ehepaar auf die Bühne, was ich eben schon begrüßt habe. Unser Ex-Vater- und Mutterpaar, Prinzenpaar, Josef und Nicole Hinkel. Mutter Hinkel, wie ist es? Schön, da freue ich mich. Ja, wir haben noch eine Kleinigkeit für euch. Und zwar habt ihr uns ja in der letzten Session eure Kinder zur Verfügung gestellt, wie auch eigentlich sonst auch immer, aber diesmal offizieller. Und wir wollen natürlich ein Stück weit auch Danke sagen, das ist eine tolle Idee, die wir da haben, finde ich. Karten für unsere Sitzung, für euch beide. Cool, ne? Karten für unsere Sitzung und im Kreise der Kinder gerade natürlich. Und hier an dieser Stelle dann der Aufruf an Vater und Mutter, Freunde, Bekannte der Kindergarten: Meldet euch hier drüben. Es sind noch Karten da für die Kinder. Wir haben alles geblockt. Mirko macht das, kümmert sich darum. Und wirklich in offizieller Form. Die Kindergarten hat bei unserer Sitzung wirklich schöne Plätze. Direkt an der Empore. Man kann alles sehen, man kann alles mitfiebern, man kann die Kinder begleiten. Und es sind bei euch noch ein paar Karten frei. Du hast alles geblockt. Und es ist ausbaufähig und das war im letzten Jahr schon sehr gut. Und wir freuen uns, wenn ihr an diesem Abend Zeit hättet. Und nochmal herzlichen Dank. Euer Applaus. Wir haben sie lange nicht mehr gehört. Druck nur am Klo. Jetzt wären wir eigentlich durch. Haben wir schon mal gedacht. Aber wenn wir sie schon da haben, dann denke ich, dass unsere Jugendbeauftragte des CCC, liebe Eltern, auch noch ein Wort an euch richten möchte, oder zwei oder drei. Engelbert, wenn du willst, kannst du auch noch. Wir haben Zeit. Möchtest du mitkommen? Dann kommt ihr beide nochmal auf die Bühne, dann machen wir den offiziellen Touch des CCs. Komm mal auf! Wir können mich auch nur hier unterdrücken. Applaudieren. Und Dennis, habt ihr auch noch reingeschissen? Was soll man hier rein? Du bist der Fahrer. Ja, sei froh, dass du nicht der Fahrer bist. So, Herr Vinz und Frau Venezia. Das ist der Ehrenpräsident des CCs, Papa Karneval himself, Kümmerer um Kinder, Kötterer unter der Sonne, also einmal alles. Engelbert, ich schiebe dir mal ein Mikrofon, der ist bestimmt was zu erzählen, ne? Mein liebes Prinzenpaar, liebe Kindergarde der Prinzengarde, ich denke noch gerade an unseren wunderschönen gemeinsamen Ausflug, den wir im September, der ist ja noch nicht allzu lange her,
Wir waren mit 570 Kindern und Jugendlichen des Düsseldorfer Karnevals in Tomerland-Venlo im Freizeitpark. Das alles wurde gesponsert für unsere Kinder- und Jugendnachwuchs im Düsseldorfer Karneval. Herzlichen Dank für eure Hilfe. Als ich eben da unten gesessen habe und habe die Darbietungen gesehen, ist mir das Herz aufgegangen. Und dann habe ich mir gedacht, solange du kannst, hilfst du und machst du noch ein bisschen mit. Und ich hoffe, ihr haltet mir die Daumen, dass ich im nächsten Jahr auch wieder heute bei euch sein kann. Alles Liebe, alles Gute! Dann habe ich eine Bitte an euch. Erhebt euch doch einmal von euren Plätzen und macht einen Riesenjubel für die Garde. Wir sind alle der festen Meinung, dass du noch lange bei uns bist. Du bist nicht mein Trauzeug. Ne? Also, mach keine Fehler. Was soll man dazu sagen? Ja, ich möchte also ganz, ganz herzlich dem neuen Prinzenpaar gratulieren. Wir sind gekommen, um euch zu gratulieren. Sollen auch Grüße ausrichten. Wir kommen von der Kinderbürgerwehr. Da sind heute Morgen auch die kleinen Tonitäten gekürt worden. Da sollen wir ganz liebe Grüße überbringen. Und wir kommen natürlich nicht mit leeren Händen. Wir haben eine Kleinigkeit für euch mitgebracht. Wenn ihr mal eine ruhige Stunde in der Session habt, aber spätestens nach der Session, macht euch ein paar schöne Stunden, geht ins Kino. Kinogutscheine für unser Prinzenpaar vom Komitee Düsseldorfer Karneval. Übrigens, es macht eine Riesenfreude, mit diesen beiden Menschen zusammenzuarbeiten. Hier seht ihr drei Generationen, wenn nicht vier Generationen auf der Bühne. Ist das nicht toll? Karneval hält jung! Da hast du recht. Hier geht es dazu. Wenn ich mit Thomas sage. Ja, gut. Und Blüppi, Engelbert, so schnell kommst du nicht fort. Nicht so schnell hier von der Bühne. Wir haben natürlich auch was für euch. Applaus!
Herr Kommandant, Chefhoff. Ja, unser Programm ist jetzt zu Ende. Ich freue mich, Sie nächstes Jahr bei der nächsten Intronisierung dabei zu haben wieder. Und jetzt ruft mit mir auf, nochmal auf diese tolle Garde, live am Donner des Düsseldorf. Ja. Prinzengarde. Ja. Düsseldorf. Ja. Garde, aufstellen zum Ausmarsch. Degen frei. Achtung. Rechts um. Garde, Marsch. Thank you.